Hallo zusammen, der Spieleonkel ist wieder hier und zwar mit dem G920 Driving Force von Logitech. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an und dann drehe ich ein paar Proberunden damit. Also das G920 Driving Force ist im Endeffekt der Nachfolger des G27. Das hat Logitech nämlich aus dem Programm genommen. Das gibt es nicht mehr, außer eventuell bei eBay oder so. Aber nun gut, für die PlayStation-Jungs gab es schon das G29. Das ist im Prinzip dasselbe, hat etwas andere Tasten, aber vom Grundprinzip auch ein Lenkrad. Jetzt hier das für den PC und auch für die Xbox One. Wenn man mal guckt, der erste Blick sieht dem G27 recht ähnlich. Gut, als allererstes fällt auf die Knöpfe. Hier ist eine Menge mehr auf diesem Lenkkranz. Da sieht man nämlich hier zum Beispiel das D-Pad ist hier hingewandert. Hier oben sitzen 4 Analogtasten und hier unten jeweils 2 und hier 2 und hier natürlich der Xbox-Knopf. Das zeigt schon mal, dass hier auch stark für die Konsole mitentwickelt wurde, also eben für die Xbox One. Denn am PC gibt es diese Knöpfe nicht. Das war vorher anders. Vorher waren es einfach ganz neutrale rote Knöpfe, die das andere hatte. Hier hat man gleich schon mal dafür, dass man es auch an der Xbox One betreiben kann, die Knöpfe hier integriert. Das ist auch sinnvoll, wenn man mal guckt, wie man mal greift. Das hier liegt gut zu erreichen. Das D-Pad auch. Hier unten, das wären zum Beispiel die Entsprechung von dem Xbox One Controller, die Rückbuttons, die Schulterknöpfe. Aber gut, das. Dann, wenn man sich das Lenkrad selber anguckt, die Größe ist geblieben, 28 cm im Durchmesser. Auch, was auch geblieben ist und was sehr angenehm ist, auch eine gute Ergonomie garantiert und eine Griffigkeit vor allen Dingen, ist der Lederbezug. Das ist also echt Leder, das ist kein Kunstleder. Wir haben hier, das ist auch sehr angenehm, solche Mulden. Wenn man nämlich mal schaut, wenn man nämlich so fährt und hier die Wippe betätigt, muss man die Daumen irgendwo hin tun. Auch das ist hier gut gelöst, ist aber auch beim G27 nicht anders. Also auch da eigentlich keine großen Unterschiede. Wenn man aber mal schaut, hier unten, da sieht man den ersten Unterschied zum G27. Beim G27 ist nämlich das Ganze rund. Hier hat man es typisch rennsportmäßig abgeschrägt. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn man jetzt das Ding sehr nah an den Beinen hat. Kommt aber eigentlich nicht vor. Gut, hier auch wieder die Schaltwippen aus Metall mit Mikroschaltern. Das dürfte man hören, ich gehe mal näher dran, genau. Hier habe ich festgestellt, der Weg ist ein bisschen lang. Das heißt, die lösen ein bisschen später aus als teilweise andere Wippen. Da muss man sich dran gewöhnen. Schlimm ist das aber nicht. Auch wenn man mal fühlt, wertige Fertigung das Ganze, weil hier ist kein Grat zu spüren, weil die sind gestanzt aus Metall. Und da kann auch schnell mal ein Grat sein. Dies hier ist eloxiertes Aluminium, das ist also auch sehr hochwertig. Insgesamt, also an der Wertigkeit hat sich nichts getan. Das ist wie beim G27 halt eben jetzt ein etwas anderes Design. Natürlich angepasst auch auf die Konsolentauglichkeit. Mal eben einen Blick unten drunter. Da sieht man auch hier, das kennen wir auch schon vom G27, die Kabelführung, wo man die Anschlüsse mit, also man das anschließt. Und hier diese Tischkralle, also diese Tischkralle könnte man es nennen, Tischbefestigung. Die ist genauso wie beim G27. Da zeigen wir gleich mal, wie die festgemacht wird. Kommen aber jetzt erstmal eben noch zur Pedaleinheit. Kommen wir nun zu der Pedaleinheit, die habe ich hier liegen. Natürlich noch nicht unter dem Tisch versteckt. So. Und aufpassen, dass ich mich hier nicht verfranzel. So, da merkt man, hat sich wirklich nicht viel getan. Gut, bei dem G27, wer sich erinnert, waren diese hier rot. Die sind jetzt schwarz geworden, passend so zum Design. Dann eine Sache, die Logitech auch erwähnt hat, ist das Gaspedal mittlerweile. Man merkt kräftiger Widerstand und mittlerweile nicht mehr linear reagieren. Das heißt also nicht, je mehr Weg, desto härter das Bremsverhalten, sondern eben, dass gerade schon im Anfang kleine Bewegungen schon viel auslösen und es nach hinten hin dann weniger wird, weil damit es besser reagiert und damit es alles ein bisschen realistischer sich anfühlt. Typisch Gaspedal, recht leichter Widerstand, logisch, lässt sich gut dosieren. Wir werden es gleich in der Praxis sehen. Kupplung, ein bisschen fester, ein bisschen mehr Gegendruck. Allerdings hier kein Knickpunkt zu spüren. Es gibt also zum Beispiel bei Fanatec gibt es eine Pedalerie, die Clubsport V3. Da merkt man richtig einen Knickpunkt, wo es dann runtergeht. Also wenn man zum Beispiel so Späße machen würde wie Schleifpunkt, am Schleifpunkt fahren oder so, ist hier ein bisschen schwieriger. Aber nun, wir reden hier auch über eine Peripherie, die gerade mal so im Set 330 € kostet und nicht über 1000 €.
Ansonsten hier Fußablage. Das ist sehr gut, weil wenn man das Ding auf, ich sehe ja, was zum Beispiel schönen glatten Untergrund betreibt, ist es manchmal nicht ganz rutschfest. Das heißt, wenn man hier schon allein mit der Hacke stabilisiert, hat man da schon mal einen Andruckpunkt. Das heißt, die kommt auch nicht so sehr ins Rutschen. Auf dem Teppich allerdings, da hat Logitech wieder die berühmte Teppichkralle eingebaut. Wir drehen das Ganze mal um, da sieht man es. Die ist nämlich hier oben. Das ist echt eine coole Sache. Also damit ist das Ding am Teppich echt, da möchte ich mal sehen, dass einer das noch wie wild verrutscht kriegt. Das, wenn man die nämlich ausfährt, hier, ich zeige es mal, klack, hat man hier diese ganzen kleinen Spikes und die krallen sich echt gut in den Teppich. Also der Name Teppichkralle ist da wirklich Programm und dann steht das Ding auch fest. Und dann noch mit der Unterstützung durch die Hacke, da verrutscht nichts mehr. Aber summa summarum hier, ganz geringe Änderungen, maximal vielleicht beim Gas, beim Reaktion des Bremspedals. Ansonsten ist das alles wie beim G27. So, jetzt wollen wir das Ganze mal aufbauen, um euch auch zu zeigen, wie einfach das geht, das aufzubauen. Wie gesagt, im Treiber brauchen wir nur die Logitech Gaming Software. Die haben wir schon drauf. Dies kommt jetzt natürlich, wie sich das gehört, unter den Tisch. Das lege ich erstmal pro forma dahin, weil jetzt nehmen wir erstmal die Lenkeinheit und schrauben die fest. Das ist auch gar kein Zauber, und zwar hängt man die hier unten runter. Schiebt die richtig dran und nimmt dann hier oben diese beiden Drehknöpfe und schon drehen sich die Klammern unten fest. Ich mache das jetzt mal richtig Bombe, weil das sollen wir auch gleich halten. So, und dann gibt es noch eine nützliche Sache, dann kann man die nämlich auch noch so versenken. Zack, sind die nicht mehr sichtbar, auch schön. So, Pedale ausgerichtet, wir haben hier Teppich, gerade ist ausgefahren, ne? Jawohl, das heißt, die rutscht auch nicht. So, und dann brauchen wir gar nicht mehr viel reden. Dann gehen wir nämlich jetzt ran und gucken mal, weil was bringt das alles zu erzählen? Wir fahren. Und zwar haben wir hier natürlich Project Cars, eigentlich ein passender Titel. Mit Assetto Corsa haben wir es leider nicht hinbekommen. Es gibt zwar Profile eben in der Logitech Software, die das auch anbieten, aber irgendwie wollte das Feedback nicht. Und ohne Feedback und Vibration, gerade bei einer Rennsim wie Assetto, bringt das nicht viel. Aber dies hier hat ja auch einen einigermaßen hohen Simulationsgrad. Also probieren wir es hiermit natürlich logischerweise sämtliche Verhelfen aus. Sonst könnten wir auch nicht so das Gefühl kriegen, ob das nun gut reagiert und ob die Pedale gut reagieren. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Nordschleife. Das ist ja meine Teststrecke in dem Sinne. So, und dann legen wir hier auch schon los. Da kann man auch gleich mal hier an dieser ersten Kurve gleich merken, rutscht gut weg. Ja, super. Aber man merkt, ich krieg's gefangen. Das heißt, es reagiert auch sehr gut. Also das ist schon mal fein. Man muss sich daran gewöhnen, dass das Volant ein bisschen mit 28 cm ein bisschen klein ist. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht das. Auch hier wieder merkt man, die Bremse reagiert gut. Man muss natürlich ordentlich reinstiefeln, aber was soll das? Ist ja auch kein Bremskraftverstärker oder sowas aktiv. Das heißt, man muss dann schon mit Bedacht. Hier wieder, ja, da merkt man, zu stark gebremst. Aber nun, wir sind ja jetzt hier beim Probefahren. Aber doch, also gerade das Gaspedal erlaubt echt eine gute Dosierung. Die Bremse ist auch nett. Wie gesagt, muss man sich dran gewöhnen. Aber ansonsten, und hier merkt man auch, also ich mag das wirklich, dass man hier die Daumen schön in die Mulden setzen kann. Das heißt, man hat das Ding wirklich im Griff. Und wenn es denn mal daneben geht oder stark reagiert, kann man es auch immer wieder abfangen. Ich merke jetzt hier zum Beispiel auf dieser Geraden, man sieht das vielleicht an meinen Händen, das wackelt ein bisschen. Da überträgt es dann auch die Unebenheiten in der Strecke. Das finde ich auch sehr gut. Also das macht es auch. Hier vibriert es leicht, wie man mal so die Curbs oder den, ja, so wie hier, den Rasen berührt. Gibt es eine leichte Vibration. Auch generell, wenn man Kurven nimmt, merkt man, da sind Gegenkräfte am Werk. Hier ist jetzt leider gerade eine lange Gerade, aber hier zeigt sich auch zum Beispiel wieder, dass die Fahrbahnbeschaffenheit mir hier simuliert wird. Man sieht, das Ding wackelt. Das ist auch richtig so. Das sind dann eben auch die Rillen und Unebenheiten in der Strecke. Da hat zum Beispiel die Bremse hat gut reagiert. So gut, dass ich gleich mal eine Runde vor den Zaun fahre. Nicht schlimm, fangen wir wieder neu an. Wie gesagt, eine saubere Runde. Da dürfte ich dann auch nichts bei erzählen, sondern müsste mich nur noch aufs Fahren konzentrieren. Aber hier merkt man zum Beispiel die Kräfte. Das ist wirklich, das zeigt, die Motoren da drin sind zwei Motoren, die mit Zahnradtechnik arbeiten. Die liefern schon ein ordentliches Force-Feedback. Also das G920 ist auf jeden Fall ein würdiger G27-Nachfolger, wenn auch die Verbesserungen oder die Änderungen eigentlich eher gering sind und man dieses Gerät dann eher noch für den Konsolenbetrieb, also für den Betrieb einer Xbox One konzipiert hat. Ich finde, es ist ein gutes Teil für Einsteiger, für Leute, die einfach mal ein Gefühl kriegen wollen und
sowas wie wir Rennspiele mal ein bisschen anders genießen wollen als nur mit dem Gamepad. Es überträgt die Kräfte gut, die Vibrationen sind nett, es ist auch recht griffig und ergonomisch. Da gibt es nichts zu meckern. Wir hatten damals das G27 sogar mit dem Preistipp ausgezeichnet. Das läuft jetzt hier leider nicht mehr, weil ich finde, weil 330 Euro könnte dann auch noch die Schalteinheit, die nämlich 55 Euro extra kostet, mit dabei sein. Nun gut, es ist nicht so, aber ich sage mal, Note um die 1,5, 1,6, also sehr gut Minus, weil es gibt halt noch andere Geräte, die sind besser, aber die sind auch teurer.